wir melden uns heute mal aus dem Auto, denn wir sind auf dem Weg in die Innenstadt, denn da treffen wir uns jetzt gleich mit der Dagi. Heute gibt es nämlich eine neue Shopping-Challenge. Tada! Die letzte ist echt super bei euch angekommen und ich dachte mir, ich trete einfach mal gegen jemanden an und ja, wir treffen uns jetzt gleich und dann ich bin der Kameramann. Ja. Bin ich da eigentlich? So, wir sind jetzt in Köln und haben Dagi und Timo getroffen. Und man dachte auf Timos Handtasche. Ja, genau. Ja, so, ich erkläre jetzt nochmal kurz, wie diese Challenge funktioniert. Wir haben 50 Euro jeder und haben dieses Mal nicht eine Stunde, sondern nur eine halbe Stunde Zeit und müssen uns ein ganzes Outfit zusammenstellen mit Schuhen und allem drum und dran. Yeah. Und ich würde sagen, 50 Euro. Für 50 Euro. Traust du dir das zu, Dagi? Eigentlich nicht. Dann geht's jetzt los! Auf die Betze, fertig, los! Genau wie letztes Mal. Genau. Genauso wie letztes Mal. Ja, mit Vorhaar, Schuhe. Ja, ich muss dir erzählen. Auf jeden Fall stehe ich an der Kasse und dann sagt die 44,95 Euro bitte. Und ich habe jetzt noch 97. Ich rein und hol dir Schuhe. Okay. Noch 7 Minuten. Hör mal, die Frau umgerannt. Du bist zu langsam. Ich habe keine Zeit mehr. Doch, noch 5,5 Minuten. Ich kann nicht mehr. Schuhe für 5 Euro. Ja. Hallo, ja. Soll ich das machen? Ja. Du hast noch 3 Cent, Bibi. Ja. Vielleicht kannst du dafür eine Handtasche holen. Wisst ihr was? Entschuldigung. Ja. Und zum Glück ist die Zeit schon abgelaufen. Ja. Aber du hast jetzt ein komplettes Outfit, ne? Ich habe jetzt eine Hose, einen Pulli, Schuhe und eine Kette. Also ich nenne das mal Outfit, oder? Das ist ein Outfit. Ja. Hast du dein Outfit zusammen? Ich habe kein Outfit. Hast du auch 150 Euro? Natürlich. Bist du dir sicher? 100. Das wird gleich überprüft. Seid ihr beide gut mit den 50 Euro klargekommen? Ich habe noch 3 Cent übrig. Ich 30? Habe genau 0 Cent übrig. Bist du dir sicher? Auf, bis auf den letzten Pfifferling? Ich habe einen Pulli, ja. Eine Hose, ja. Schuhe, ja. Tasche, ja. Und Kette. Tasche? Tasche? Oh, Scheiße, wie hast du es gemacht mit dem Geld? Okay, also, ich habe... Kennst du Diebstahl? Ja. Also, ich habe eine Hose, einen Pulli, eine Kette und Schuhe. Oh, keine Tasche. So, wir sitzen im Auto. Ich bin völlig geschafft und fertig hier. Weil, als wir fertig waren, also vorher auch schon ein bisschen, aber dann hat es richtig krass hart angefangen zu regnen. Und jetzt fahren wir gerade zur Dagi nach Hause und dann zeigen wir euch mal, was wir so Schönes gekauft haben und wer gewonnen hat. So, meine Lieben, wir sind angekommen bei der lieben Dagmara. Und ich war wirklich so am Arsch wie das letzte Mal. Es war sogar fast schlimmer wie das letzte Mal. Wir hatten ja nur eine halbe Stunde Zeit. Mhm. Wie ging's dir? Genauso, wenn nicht sogar schlimmer. Als ob man Weil so das erste Mal für mich war. Als ob man so einen Marathon gerannt wäre. Ja. Mega stressig. So, und es läuft jetzt so ab. In meinem Video habt ihr gerade gesehen, wie ich shoppen war. Und jetzt werden wir Dagis Video nicht, sondern Dagis Outfit präsentieren. Und am Ende verlinke ich euch Dagis Video. Da seht ihr, wie Dagi shoppen war. Und da seht ihr mein Outfit. Und dann müsst ihr eben in
die Kommentare schreiben, wer gewonnen hat. Denn ihr entscheidet, wer die Shopping Challenge gewonnen hat. Und ich würde sagen, wir reden nicht lange drum rum, sondern wir präsentieren jetzt mal deine Ausbeute. Also, ich habe bei H&M dieses wunderschöne Teil hier gekauft. Dann habe ich diese Hose hier gekauft, die mir leider ein bisschen zu eng ist, obwohl es 36 ist, aber die hat keinen Stretch und dann ist sie jetzt mega eng und so eklig. Auf jeden Fall ist sie halt viel zu eng, aber naja, man kann sie tragen. Dann habe ich hier noch eine Kette, die hat glaube ich 6,99 € gekostet. Fand ich eigentlich ganz sweet. Habe sie eigentlich schon, aber ist nicht schlimm, die habe ich verloren, deshalb habe ich mir sie direkt neu gekauft. Und ja, eine Tasche habe ich mir auch geholt und die hat ganz genau 6,95 € geholt und ich fand die eigentlich ganz süß. So hier, keine Ahnung, shoppen oder Party oder Mädels haben. Keine Ahnung, ich fand die eigentlich ganz süß. Und ja, diese wunderschönen, unglaublich süßen Schuhe. Ich finde, du hast ein sehr schönes Outfit ausgewählt. Der Pulli, den finde ich sehr schön. Die Tasche, die gefällt mir auch äußerlich gut. Äußerlich? Und innerlich nicht. Doch, innerlich noch besser. Und ja, also ich finde es, wie gesagt, wunderschön, Dagi, wirklich. Wir hoffen, ihr hattet Spaß bei diesem Video. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich habe jetzt ein neues Outfit. Und wenn ja, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie wenn ihr nochmal eine lustige Challenge oder irgendein anderes Video mit der Dagi sehen wollt. Daumen nach oben und schreibt eure Ideen in die Kommentare. So, das ist Dagis Outfit gewesen. Und da ihr ja entscheiden müsst, müsst ihr natürlich auch noch mein Outfit betrachten. Und das findet ihr jetzt einmal auf Dagis Kopf verlinkt. Da kommt ihr zu Dagis Video, wie ich eben schon erklärt habe. Und da findet ihr eben auch mein Outfit. Und dann entscheidet ihr, wer hat gewonnen? Bibi oder Dagi? Schreibt es in die Kommentare und wir werden sehen. Und ja, das war's. Und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder mit ein. Und wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit und sagen...